Grüß Gott. Grüß Gott mit einem Bier aus dem Altmühltal. Das Altmühltal ist ja bekanntlich eine Verbindung zwischen Rhein und Donau. Und dieses Altmühltal ist eine wunderschöne Landschaft. Dort gibt es eine kleine Brauerei, das Riedenburger Brauhaus. Und das gehört der Familie Krieger. Und die haben schon in den 1980er, 1990er Jahren nach und nach ihre gesamte Produktion auf ökologische Biere umgestellt, und die Familie Krieger, die macht da richtig eine Philosophie draus. Also auch wenn man die besucht, die können einem viel erzählen über Ökolandbau und über ihre Philosophie, wie man gescheites Bier macht. In dem Fall ist das Bier nach der Martha Krieger benannt, und hier handelt es sich um ein unfiltriertes Pils. Schauen wir uns das an. Jawohl, unfiltriert schaut es aus. Ob es ein Pils ist, werden wir dann gleich an weiteren Kriterien feststellen. Was ist ein Pilsbier? Ein Pilsbier ist der Definition nach ein helles, untergäriges Bitterbier mit guter Schaumhaltbarkeit. Also die Schaumhaltbarkeit, ich glaube, da punktet es bereits. Wenn wir da hier noch einmal ein bisschen nachgießen, werden wir sehen, dass sich dieser Schaum da auch schön aus dem Glas herausheben lässt. Das untergärig ist, das müssen wir glauben. Hell, jawohl. Na, Bitterbier, das werden wir gleich mal testen. Was riechen wir hier? Hier haben wir einen leichten Hefegeruch und ein bisschen etwas von dieser Heu- und Kräuterartigen Hopfennote in der Nase. Also das weist auf die Hopfung hin. Und dann trinken wir an. Und das ist vom Antrunk an hat es diese schöne, herbe Bitternote, und die ist hier, weil das ist oft bei Ökobieren so, dass man versucht, die dann auch schön einzubinden. Das ist jetzt nicht so krachbitter, sondern es hat da auch ein bisschen Malzkörper dabei, sehr weich, und erst im Nachtrunk merken wir, ja, das ist richtig ein Bitterbier, weil im Nachtrunk haben wir natürlich die Bittere dann sehr viel präsenter. Also wir würden dann eher sagen, das ist fast mehr ein Bohemian-Style-Pilsner als ein German-Style-Pilsner. Ah, ist der Schaum nicht schön? Ja? Und es ist ein Bier mit sehr, sehr viel eigenem Charakter. Und das macht die Riedenburger Biere eben aus, dass die sehr charaktervolle Biere sind, die auch immer die Philosophie dieser Familie mitschmecken lassen. Das Bier jetzt im Mund bewegen, merken wir, was da noch alles an Aromen mitgeht, wie da also schön ein Malzaroma sich unter dieser herben, durchaus sich im Nachtrunk dann breitmachenden Bittere verbirgt, und wie das in eine Balance hineinkommt. Wenn man mit der Familie Krieger redet darüber, was sollte man da dazu essen? Die sagen natürlich, da gehören ökologisch produzierte Speisen dazu. Also die leben die Biophilosophie auch so, dass sie dann Empfehlungen geben, was könnte man dazu vielleicht essen. In dem Fall würde ich mich dann an Salate halten, weil das, was sehr, sehr gut zusammengeht, ist, wenn ich diese doch herben, intensiv gehopften Pilsbiere habe, da ist ein Salat, bei dem ich eine doch deutliche Säure drinnen habe, sehr schön, weil sich das gegenseitig aufschaukelt. Also ein frischer Sommersalat zu diesem Bier wäre meine Empfehlung. Und eine weitere Empfehlung, bleiben Sie dran, nächste Woche gibt es wieder ein Konrad Seidels Bier der Woche. Herzliches Prost! Könnte man mit dem Schiff hinfahren.